lese aus der Bibel die Geschichte des Karfreitags, wie sie der Evangelist Lukas erzählt. Und als sie kamen an die Stätte, die da heißt Schädelstätte, kreuzigten sie Jesus dort und die Übeltäter mit ihm, einen zur Rechten und einen zur Linken. Jesus aber sprach: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und sie verteilten seine Kleider und warfen das Los darum. Und das Volk stand da und sah zu. Aber die Oberen spotteten und sprachen: Er hat anderen geholfen, er helfe sich selber. Ist er der Christus, der Auserwählte Gottes? Es verspotteten ihn auch die Soldaten, traten herzu und brachten ihm Essig und sprachen: Bist du der Juden König, so hilf dir selber. Es war aber über ihm auch eine Aufschrift: Dies ist der Juden König. Aber einer der Übeltäter, die am Kreuz hingen, lästerte ihn und sprach: Bist du nicht der Christus? Hilf dir selbst und uns. Da antwortete der andere, wies ihn zurecht und sprach: Fürchtest du nicht einmal Gott, der du doch in gleicher Verdammnis bist? Wir sind es zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten verdienen, dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er sprach: Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und es war schon um die 6. Stunde, und es kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur 9. Stunde. Und die Sonne verlor ihren Schein, und der Vorhang des Tempels riss mitten entzwei. Und Jesus rief laut: Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Als aber der Hauptmann sah, was da geschah, pries er Gott und sprach: Fürwahr, dieser Mensch ist ein Gerechter gewesen. Und als alles Volk, das dabei war und zuschaute, sah, was da geschah, schlugen sie sich an ihre Brust und kehrten wieder um. Es standen aber alle seine Bekannten von ferne, auch die Frauen, die ihm aus Galiläa nachgefolgt waren, und sahen das alles. Das lesen wir im Evangelium nach Lukas in Kapitel 23. Liebe Gemeinde, unfreiwillig ist Jesus ein Filmstar geworden. Es gibt viele Filme, die sein Leben und vor allem seinen Tod erzählen. Jesu Tod am Kreuz, das war und ist spannend. Warum? Zieht Grausamkeit und Qual die Blicke der Menschen an? Jesu Tod am Kreuz, Das war und ist andererseits für viele Menschen unliebsam und zu brutal. Sie möchten am liebsten daran nicht mehr erinnert werden, auch nicht in den Kirchen. So wie man manche schreckliche Meldungen und Bilder in den Nachrichten am liebsten nicht hören und sehen will, gerade jetzt in Zeiten des Krieges. Jesu Tod am Kreuz, das ist vielen unbegreiflich, unverständlich. Warum musste es diese Geschichte sein? Was hat das mit Gott zu tun? Und was hat das mit uns zu tun? Jesu Tod am Kreuz, das war von Anfang an den Menschen schwer verständlich. Deshalb gibt es schon im Neuen Testament viele verschiedene Versuche, dieses Ereignis zu verstehen. Erzählungen des Neuen Testaments umkreisen das unbegreifliche Geschehen am Kreuz. Manche zoomen es unerträglich nah heran, andere rücken es in Distanz. Und jede Perspektive hat etwas für sich. Und jede Perspektive hat ihren eigenen blinden Fleck. Es stehen verschiedene Deutungen des Kreuzes nebeneinander. Und keine ist die allein richtige. Eine dieser Deutungen ist die des Evangelisten Lukas, die wir gerade gehört haben. Viele Personen bevölkern seine Erzählung und ein vorbildlicher Jesus, der seine Würde behält, trotz allem. Er bittet um Vergebung für die, die ihm Unrecht tun. Ist dieses Vorbild zu groß für uns, zu heroisch? Auf den ersten Blick ja. Wer von uns kann das schon? Denen vergeben, die uns eindeutig Unrecht tun, die uns quälen. Vielleicht einige wenige können das, wohl denen. Doch bitte, wir dürfen das von niemandem verlangen. Wenn wir genauer hinschauen, Jesus kann es auch nicht. Er bittet Gott darum, denen zu vergeben, die ihm Gewalt antun. Sonst ist es durchaus er selbst gewesen, der Vergebung direkt zuspricht. Hier muss er Gott darum bitten. Er gibt ab. Er gibt ab an Gott. Das kann uns ein Vorbild sein. Wir dürfen abgeben an Gott. Wir sollen tun, was wir können. Und wenn wir nichts mehr können, dürfen wir an Gott abgeben. Auch jetzt, in diesen schweren Zeiten. Jesus wird gequält, nicht nur körperlich, das auch. Gleichzeitig wird er entwürdigt und lächerlich gemacht. Sie nehmen ihm sogar seine Kleider. Er wird entblößt. Darstellungen in der Kunst bedecken meist Jesu Scham mit einem Tuch, um uns und ihm die Beschämung zu ersparen. Doch bei Lukas, Jesus wird schutzlos den Blicken der Menge ausgeliefert. Das Volk bekommt alles zu sehen, die Verletzlichkeit und Qual seines Körpers. Wie entwürdigend, wie beschämend. So geht es vielen Opfern von Gewalt. Sie werden in ihrer Qual gefilmt und die Videos ins Internet gestellt. So wird ihnen die letzte Würde genommen. Doch Jesus ist auf ihrer Seite. Er steht ihnen bei und bewahrt ihre Würde, indem er ihnen seine Würde gibt. Und der Schmerz, der ihnen zugefügt wird, ist sein Schmerz. Jesus wird lächerlich gemacht und verspottet. Ja, das tun Menschen. Schon Kinder und Jugendliche wissen, wie weh das tut. Und auch Erwachsene kennen das. Mobbing ist nur ein Ausdruck dafür. Doch Jesus ist bei allen, die verspottet werden. Er gibt ihnen seine Würde. Lukas fährt die Kamera näher heran und lässt uns eine spezielle Szene sehen und hören. Das Gespräch mit den beiden Verbrechern. Menschen gehen unterschiedlich mit Schuld um. Zynisch der eine, einsichtig der andere. Ein und dieselbe Szene löst bei dem einen einen resignierten Spott aus, in dem anderen ist durch Jesus eine verwegene Hoffnung entstanden, die über die reale Schuld und den verdienten Tod hinausreicht. Er nutzt seine allerletzte Chance und bittet Jesus um Erlösung. Und die Bitte wird gewährt. Es ist nie zu spät, zu bereuen. Es ist nie zu spät, um Vergebung zu bitten. Noch nicht einmal ganz kurz vor dem Tod. Vergebung wird zur Heilung, mitten im Sterben. Dann lässt Lukas es finster werden und der Vorhang im Tempel zerreißt. Also doch, Gott war und ist mit Jesus verbunden. Dadurch hat Jesus seine Würde behalten. Und alle Spötter sind damit Lügen gestraft. Gott ist da, nur anders, als sie dachten. Auch Gott wird entblößt. Und der Schmerz, der Jesus zugefügt wird, ist zugleich Gottes Schmerz. Gottes Schmerz über diese Welt. Gottes Schmerz über das, was Menschen Grausames zu tun in der Lage sind. Auch Krieg verursacht Gott Schmerzen. Gott selbst leidet mit und an unserer Welt. Genau das bedeutet das Kreuz Jesu. Gott war und ist auf Golgatha, damals bei Jesus und auf allen Golgathas dieser Welt. Gott geht nicht weg, auch nicht aus den Kriegsgebieten. Gott bleibt. Gott lässt die Leidenden niemals allein. Gott hält aus mit allen, die leiden. Auch mit uns, wenn wir nicht mehr weiter wissen. Gott hält uns aus. Und in seiner Verbundenheit mit Gott kann Jesus bei Lukas sagen, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Das ist ein Wort aus einem Psalm, also aus der jüdischen Tradition. Jesus fügt sich in sein Lebensende. Es geht nicht anders. Er findet eine letzte, eine allerletzte Zuflucht bei Gott in der Tradition seines Volkes. Er gibt ab. Er gibt sich selbst ab. Er gibt sich ab an Gott. Das beeindruckt mich. Was ist unsere allerletzte Zuflucht? Was hilft, wenn nichts mehr hilft? Kann der Karfreitag, so gesehen, uns Zuflucht sein? Ich denke schon. Wenn alles versagt, können wir an Gott abgeben. Gott kann uns halten. Bei Lukas ist die Szene noch nicht zu Ende. Mit dem Tod ist es nicht zu Ende. Alle Zuschauer und Beteiligten sind verändert durch diese Szene. Es hat sie mitgenommen. Das Volk, das zugeschaut hat, schlägt sich an die Brust. Ist das ein Zeichen der Reue für das tatenlose Zusehen? Diese Zuschauerinnen und Zuschauer waren mehr als nur Publikum. Sie haben nicht nur gegafft, sie haben sich betreffen lassen. Sie sind nachdenklich geworden. Sie haben sich verändern lassen vom Leiden des anderen. Auch das ist uns möglich. Und der Hauptmann nennt Jesus einen Gerechten. Das bedeutet nicht nur, dass er unschuldig war. Das heißt auch, dieses gescheiterte und vorzeitig beendete Leben ist eins mit der Vollkommenheit Gottes. Vollendung hängt nicht am Erreichen eines Ziels oder gar eines Sieges. In all unserer Ohnmacht, die wir in diesen Kriegstagen besonders spüren, in all unseren Schmerzen und in all unserem eigenen Scheitern, können wir uns an Gott abgeben. Amen. Wir wollen beten. Barmherziger Gott, wir schauen auf das Kreuz. Es bleibt uns unbegreiflich. Doch wir sehen darin auch unsere eigenen Blessuren, unser Scheitern und das Leiden dieser Welt. Deshalb rufen wir, Gott, erbarme dich. Barmherziger Gott, wir bitten dich am Karfreitag besonders für die Menschen, die unter Mobbing leiden, die beschämt und erniedrigt werden. Gib du ihnen Würde und halte sie und zeige uns, wie wir helfen können. Wir bitten dich für alle Kinder und Frauen, die unter Gewalt und Missbrauch leiden oder litten und oft auch noch als Opfer die Schuld bei sich suchen. Gib ihnen Kraft und Stärke, um ihre eigene Würde wiederzugewinnen. Und schick ihnen Menschen, die sich qualifiziert für sie einsetzen. Wir rufen, Gott, erbarme dich. Barmherziger Gott, am Karfreitag bringen wir dir unser Entsetzen und unsere Angst angesichts des Krieges gegen die Ukraine. Wir bitten dich für alle Menschen, die unter Krieg und Terror leiden, in der Ukraine und auch in Syrien und anderswo. Schütze du sie, gib ihnen Stärke und Widerstandskraft und schaffe Frieden, Gott, und Gerechtigkeit. Hilf den Verantwortlichen und Regierenden in aller Welt, ein Ende der Gewalt zu erreichen, und steh allen bei, die sich unter großen Gefahren für Frieden einsetzen. Weil alle Worte zu wenig sind angesichts des Krieges, rufen wir, Gott, erbarme dich. Barmherziger Gott, wir bitten dich am Karfreitag für die Menschen, die bald sterben müssen, für alle, die Angst haben vor dem Ende. Lass sie spüren, dass du auch im Tod bei ihnen bist, und gib ihnen Menschen an die Seite, die ihnen beistehen und die Schmerzen lindern. Wir rufen, Gott, erbarme dich. Gnädiger Gott, du Schöpferin des Lebens, wir bitten dich auch für die Menschen, die uns der Tod genommen hat. Birg sie in deinem Reich und schenke uns die Gewissheit, dass Leben und Liebe stärker sind als der Tod. Gott, in deine Hände befehlen wir uns und unsere Toten und unsere Welt. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Amen.